Homöopathie, eine Bilanz heißt dieses Video und es wendet sich an diejenigen, die dieser medizinischen Therapie in Anführungsstrichen skeptisch gegenüberstehen und an diejenigen, die eventuell überlegen, das einmal auszuprobieren. Nun, worum handelt es sich bei Homöopathie? Es ist eine Idee und Ausarbeitung eines deutschen Arztes, Samuel Hahnemann, im 19. Jahrhundert, der Meinung war, dass man eine Krankheit auf folgende Art bekämpfen könnte, indem man dem Patienten in verdünnter Form eine Substanz zukommen lässt, die die ähnlichen Symptome hervorruft wie die Krankheit selbst. Und im Laufe seiner Anwendung dieser von ihm selbst geschaffenen Therapie kam er zur Überzeugung, dass je höher die Verdünnung dieser ursprünglichen Substanz, die er dazu benutzt hat, sei, umso wirksamer sei auch dieses Mittel. Man muss sich das so vorstellen, die Substanz wird gelöst in einer Flüssigkeit, die zum größten Teil aus Alkohol besteht, dann potenziert, immer nochmal verdünnt und letztendlich in einer Art Zentrifuge, könnte man sagen, auf kleine Kügelchen verteilt wird. Die Kügelchen bestehen aus Zucker oder Zuckerersatzstoff. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und das sind die so benannten und bekannten Globuli. Der Skeptiker wendet hierbei ein, dass im Grunde diese Verdünnung, in der Homöopathie wird das Potenzierung genannt, so hoch ist, dass letztendlich nicht mal mehr ein Molekül in dieser Flüssigkeit drin ist und was um Gottes Willen soll dann eigentlich auf die Globuli verteilt werden. Dieses Argument führt ihn zu dem Schluss, es ist wissenschaftlich gar nicht möglich, dass Homöopathie in irgendeiner Weise wirksam ist. Der Satz hört sich stark an, allerdings muss dazu gesagt werden, wissenschaftlich nicht möglich, vom heutigen Stand der Wissenschaft ausgehend. Wie der Morgige ist, wissen wir nicht. Insofern ist das Argument nicht ganz so stark, wie man zunächst annehmen sollte, obwohl es bei Kritikern stets wiederholt wird, zum Beispiel in diesem Buch, die Homöopathie-Lüge. Fast alle 10 Seiten kommen die Autoren auf diesen Punkt zurück. Nun könnte mein Einwand nach dem heutigen Stand der Wissenschaft wäre zu ergänzen, sei im Grunde hohl oder leer und im Grunde überflüssig zurückgewiesen werden. Doch eine einzige Überlegung zeigt dann schon, wie schnell dieses Argument in sich zusammenbrechen könnte. Und zwar, wenn es der Homöopathie gelingen würde, Studien vorzulegen, die beweisen, dass sie tatsächlich wirkt. Und in der Tat, wenn Sie im Internet auf Seiten von Homöopathie-Anhängern, von Firmen, die homöopathische Mittel herstellen und so weiter gehen, werden Sie konfrontiert mit einer Reihe von Studien, die dort genannt werden, die angeblich die Wirksamkeit der Homöopathie auch belegt hätten. Es gibt 900 Studien und noch mehr, die dies laut denjenigen, die sie durchgeführt haben, tatsächlich geschafft haben sollen. Allerdings, muss man jetzt einschränkend sagen, von diesen 900 Studien werden die allermeisten, ja die absolut allermeisten, wegen methodischer Fehler abgelehnt. Das ist bei Studien eine durchgängige Sache, dass man sagt, als Kritiker, sie werden begutachtet und dann eingeordnet. Das passiert bei Pharmaziestudien ganz normal auch. Selbst Studien, die 10 oder 20 Jahre lang anerkannt waren, können plötzlich durch genauere Analyse als nicht zulässig eingestuft werden.
Von diesen vielen Studien bleibt eine Handvoll übrig, bei denen man methodische Fehler nicht findet. Allerdings gibt es dort auch einen Vorwurf und der lautet, dass oftmals die Zahl der Teilnehmer an diesen Studien zu gering war. Das ist auch ein Phänomen von Studien insgesamt, dass zum Beispiel eine positive Aussage bei 10 Probanden oder 10 Teilnehmern sich bei 100 Teilnehmern, wenn man die Studie wiederholt, einfach in nichts auflöst. Insofern sind die Studien bislang ohne jede Relevanz, inwiefern Homöopathie tatsächlich wirkt. Das muss man ganz klar sagen, auch wenn immer wieder neue Studien vorgelegt werden. Andererseits hat zum Beispiel vor wenigen Jahren der bayerische Staat eine Studie unterstützt mit 400.000 Euro, bei der es darum ging, ob man möglicherweise in der Tierzucht Antibiotika durch homöopathische Globuli ersetzen könnte. Man sieht, es wird weiter geforscht und es könnte sein, dass morgen tatsächlich die erste Studie herauskommt, wo weder die methodischen Mängel eine Rolle spielen, noch die geringe Zahl der Teilnehmer. Das wissen wir nicht. So. Nun führen Anhänger der Homöopathie einen weiteren Punkt ins Feld. Das sind die Ergebnisse von Tierärzten, die sehr zufrieden sind, indem sie bei Tieren Globuli gegen irgendwelche Krankheiten anwenden. Erstaunlicherweise müsste man sagen, das ist eigentlich unrelevant, weil persönliche Ergebnisse von einigen Tierärzten sind eigentlich wissenschaftlich nicht so aussagekräftig. Aber dieses Argument wird ernst genommen und von Skeptikern zurückgewiesen, indem man auf den Proxy-Effekt verweist. Der Proxy-Effekt stellt sich ein, wenn Tierhalter, in diesem Fall Tierärzte und Tier, ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben. Das wirkt sich positiv auf das Tier aus. Inwiefern dieser Proxy-Effekt tatsächlich erklären kann, dass Globuli helfen, ich zeige Ihnen das hier auch mal, dass es tatsächlich ein Problem ist, bleibt offen. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der auch geklärt werden müsste. Inwiefern ist es eigentlich erklärbar, dass so viele Menschen auf diese Therapie setzen? Es sind in Deutschland sicherlich Hunderttausende, Millionen. Sie kennen in Ihrer Verwandtschaft oder Ihrem Bekanntenkreis mit einiger Wahrscheinlichkeit Personen, die sagen, das hat wunderbar geholfen, ich nehme das immer. Und da müssen wir uns jetzt mal die homöopathische Therapie im Genauen ansehen, um diesem Phänomen, was immerhin 200 Jahre schon anhält, auf die Spur zu kommen. Es ist nämlich keineswegs so, dass man einfach irgendwelche Globuli zu sich nimmt, sondern eine homöopathische Therapie beginnt damit, dass ein homöopathischer Arzt aufgesucht wird vom Patienten und er zunächst eine zweistündige Anamnese macht. Da Homöopathie es geschafft hat, auch von Krankenkassen oftmals bezahlt zu werden, muss hier eingeräumt werden, dass die Krankenkassen zumeist nur eine Stunde Beratung machen. Jeder Arzt wird Ihnen bestätigen, dass das Arzt-Patienten-Gespräch schon die halbe Heilung ist. Im normalen Alltag hat der Arzt nur wenige Minuten für Sie Zeit. Diese ausführliche Anamnese, wann tauchen die Beschwerden auf, welchen Lebensstil hat der Patient und so weiter und so fort, das ist eine ganz große Ausnahme und man kann davon wirklich ausgehen, dass sie sehr stark ein Verhältnis zwischen Arzt und Patient erzeugt. Der Arzt nimmt den Patienten wichtig und erst nach diesem Gespräch sucht der Arzt nach den entsprechenden Globuli, die für den Patienten am besten passend sein könnten. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Diese Globuli bekommen Sie nicht in der Drogerie, zumindest in Deutschland, sondern Sie müssen in die Apotheke. Sie treffen also dort auf einen ausgebildeten Pharmazeuten, Apotheker,
der diese Globuli ihnen aushändigt. Das verstärkt im Grunde schon das Vertrauen zu dieser Therapie, die, wie eben schon erwähnt, auch von Krankenkassen zum Teil bezahlt wird. Darüber hinaus haben diese Globuli keine Nebenwirkungen und die Homöopathie gilt als sanfte alternative Medizin. Wenn wir das alles zusammenfassen, dann sehen wir, dass hier möglicherweise ein Placebo-Effekt wirksam ist. Und nun einige Bemerkungen zum Placebo-Effekt, weil hier falsche Vorstellungen im Raum stehen oftmals. Bei Doppelblindstudien, wenn es darum geht, ob irgendwelche medizinischen Pillen wirken oder nicht, da haben wir ungefähr einen Placebo-Effekt von 20%. Das heißt, 2 Leute von 10 fühlen sich besser, egal ob sie die richtige Pille kriegen oder eine Placebo-Pille, die gar keine Inhaltsstoffe hat. Es gibt allerdings ganz andere Placebo-Effekte von viel höherer Wirksamkeit und die werden meistens in der Öffentlichkeit kaum genannt. Ich will dazu mal aus einem Buch zitieren von Lewis Thoma. Das ist ein großer Onkologe in den USA gewesen, der sich über viele biologische Faktoren eine Meinung gebildet hat und der hier eine, jetzt muss ich das mal finden, der eine Placebo-Methode beschreibt, die insofern interessant ist, als sie zeigt, dass Placebo auf der einen Seite weit über die 20% hinausgehen kann und auf der anderen Seite direkte körperliche Veränderungen hervorrufen kann. Das heißt, wir haben es nicht mit etwas Eingebildeten zu tun, sondern mit einer Einwirkung auf den Organismus. Ich zitiere hier mal kurz. Ich kannte einen alten Professor der Medizin, der noch ein Schüler des großen englischen Arztes Sir William Osler gewesen war. Er erzählte mir, wie er Warzen behandelte. Er bestrich die Warze mit dem aus der Mikroskopie bekannten Farbstoff Gentaviolett und versicherte dem Patienten im festen Ton, dass die Warze binnen einer Woche verschwinden würde. Das Mittel versagte nie. So, das ist im Grunde ein schönes Beispiel. Der Patient kriegt eine giftig erscheinende Tinktur auf die Warze und wird davon informiert, dass sie innerhalb von 3 Tagen verschwinden, innerhalb von 3 Tagen oder beziehungsweise in einer Woche verschwinden würde. Und das funktioniert angeblich immer. So, man hat solche Versuche mit Warzen auch durch Hypnosesuggestion gemacht und hat dabei feststellen können, dass wenn jemand sowohl auf der linken Handseite als auch auf der rechten Handseite Warzen hatte und ihm suggestiert wurde per Hypnose, die linken sollen verschwinden innerhalb einer bestimmten Zeit, dass tatsächlich die linken verschwanden. Diese Versuche funktionierten zwischen 50% und 60% mit Erfolg. Es sind darüber hinaus andere Placebo-Effekte bekannt, bei dem ähnlich wie bei dem Beispiel mit dem Arzt sogar Effekte bis 90% erzielt werden und die auch langdauernd anhielten. Sie können das, diese 90%, in Wikipedia nachlesen und Wikipedia ist in solchen Sachen äußerst skeptisch. Und insofern, selbst diejenigen, die sagen, also ich übertreibe hier und nenne falsche Zahlen, nein, das ist tatsächlich so. Insofern kann man auch von einer Placebo-Heilung sprechen. Und wenn wir das nun beziehen auf die Homöopathie, wie ich sie hier Ihnen geschildert habe, auf die Therapie, alternative Medizin, keine Nebenwirkungen, ein intensivstes, möchte man bald sagen, Arzt-Patientengespräch, dann Globuli aus der Apotheke, dann dürfen wir annehmen, dass Homöopathie einen hohen Placebo-Effekt hat. Sie hätte selbst dann einen hohen Placebo-Effekt, wenn sie auch eine Wirkung hätte. Damit sind wir an einem Punkt gekommen, dass wir sagen können, diese Therapie wirkt
wahrscheinlich in der Hauptsache durch Placebo, alles andere ist nicht bewiesen. Fragen Sie mich natürlich als Laie, Herr Grün, jetzt haben Sie mir erzählt, Homöopathie ist wahrscheinlich eine reine Placebo-Sache und wenn ich dahin gehe, dann nutzt es ja nichts, weil ich ja weiß, dass das ein Placebo-Effekt ist. Ein Placebo-Effekt wird bei Ihnen auch wirken, wenn Sie wissen, dass es ein Placebo-Effekt ist, denn alleine das Arzt-Patientengespräch wird Sie so beeindrucken, dass möglicherweise eine Verbesserung Ihrer Symptome eintreten kann. Ich will jetzt keine Reklame für Homöopathie machen, aber das ist kein Argument, es nicht zu versuchen. Welche Beschwerden, ich will jetzt hier, man muss mich zurückhalten, welche Beschwerden Sie behandeln lassen könnten durch Homöopathie, da darf ich eigentlich nichts zu sagen. Fragen Sie Ihren Hausarzt, es sind oftmals Sachen, die Symptome zwar haben, aber wo organisch gar nichts zu finden ist. Insofern fragen Sie Ihren Hausarzt, ob Sie es mal versuchen sollten. Und wenn der da nichts dagegen haben, Sie begeben sich dann in die Hände eines weiteren Arztes, des homöopathischen Arztes, falls der Hausarzt keiner ist. Und auch dieser Arzt ist natürlich an seine Standesregeln gebunden. Und insofern sind Sie eigentlich in guten Händen. Selbst Globuli irgendwie zu schlucken, sich in der Apotheke zu besorgen, davon ist abzuraten, die Wirkung dürfte A nicht da sein, selbst Placebo-Wirkung wird ganz gering sein und im Gegensatz, Sie könnten auch gewisse Beschwerden doch verschlechtern, indem Sie eine Behandlung hinauszögern. Aber das nur am Rande. Ich komme jetzt mal zum Schluss auf den Anfang zurück. Und zwar habe ich ja davon geredet, dass die Skeptiker sagen, das ist wissenschaftlich unmöglich nach dem heutigen Stand der Wissenschaft. Es gibt eine andere sanfte alternative Heilmethode, denen die gleiche oder der die gleichen Vorwürfe gemacht worden sind. Das ist die Akupunktur. Die Akupunktur, eine jahrtausendealte Therapie aus China, wurde nicht anerkannt zunächst in Deutschland als Krankenkassenleistung, weil die 3000 Studien, die in China vorhanden waren und die Wirkung von Akupunktur belegen sollten, in Europa nicht dem Standard entsprachen. Also haben sie alle samt abgelehnt. Darüber hinaus hat die Akupunktur eine Hypothese, wie nun diese Nadeln, die kurz unter der Haut befestigt werden, wirken sollen. Und zwar sollen die Lebensenergie, die in Meridianen, also Kanälen im Körper sich bewegt, wieder in Gang setzen. Und die Krankheit wäre im Grunde ein Zeichen dafür, dass der Lebensfluss und der Fluss dieser Lebensenergie gestört sei. Daraufhin wurde gesagt, wir kennen keine Meridiane, wir finden keine in menschlichen Körpern und wir finden auch keine Lebensenergie. Und der nächste Vorwurf war, dass die Punkte, die man also in tausenden von Jahren für bestimmte Krankheiten herausgefunden hatte, die Akupunkturpunkte, dass die unrelevant waren. Man konnte feststellen, zum Beispiel bei leichten Kopfschmerzen, dass man im Grunde die Nadeln ansetzen wollte, konnte, wo man wollte. Sie wirkten auch in einem gewissen Sinne. Insofern hat man die Akupunktur letztendlich auch als Placebo-Effekt angesehen. Solange, bis dann die erste Studie vorgelegt werden konnte. Es betraf hier Rückenschmerzen. Ich zeige das hier gleich mal. Und in dieser Studie stellte sich heraus, dass tatsächlich die Akupunktur eine erhebliche Wirkung hatte und Krankenkassen sind im Moment dazu übergegangen, bei diesen Rückenschmerzen diese Heilmethode anwenden zu lassen unter bestimmten Umständen. Das ist ein Test und darüber hinaus ist es auch der Akupunktur gelungen, in einem Großversuch nachzuweisen, dass sie wirksam ist. Und damit schließe ich das Video und wünsche Ihnen alles Gute.
Thank you.